new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. Was willst du von mir, du närrischer, übergeschnappter Spund? Ich muss Sie bitten, Ihre Taschen mal auszuleeren. Oh, nicht schlapp machen. Alles habe ich gesagt. Hören Sie, Neddy, das ist unser ganzer weltlicher Besitz. Was? Und was hat er da an seinem Hosenbogen für eine ominöse Beule? Och, das ist bloß ein Lederbusy. Hören Sie, guter Mann, wir würden uns gerne Ihren kunstvollen gestalteten Rambock ausleihen. Oh, wofür? Sagen wir 2 Schilling? Ich habe aber keine 2 Schilling. Wir nehmen ihn trotzdem. Nein, nicht, du dreckiges, faules Schwein. Du hast die Tür von meinem kleinen Schloss aufgebrochen. Ein blinder Passagier, was? Komm da raus! Schon gut, ich komme ja schon. Schicken Sie Mr. Sellers rein. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Sellers. Also... Jule Brünner. Mein Gott, sind Sie das da mit ihm? Ja. Habe ich das richtig gelesen? Sie bewerben sich für die Rolle des Ned Brockway. Ja, ganz genau. Ist Ihnen bewusst, dass das laut Drehbuch ein 60 Jahre alter Kriegsveteran ist? Ich habe mir seine Stimme perfekt erarbeitet. Wenn Sie möchten, führe ich Ihnen das vor. Mr. Sellers, ich weiß, beim Rundfunk haben Sie Erfolg. Naja, ich will nicht prahlen. Aber Film ist ein anderes Medium. Und es ist eins, von dem ich mich sehr, sehr angezogen fühle. Ein visuelles Medium, Herzchen. Ja, natürlich. Ein überaus gnadenlos visuelles Medium. Aber vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich bin der kleine Michael Bluebottle, der beste Privatdetektiv. Er hat seinen eigenen Roller, er hat seine eigenen Knieschützer. Er durchkreuzt ganz Finchley. Und ich bin den Verbrechern auf den Fersen, die alle Schnüre gestohlen haben. Ich hab den Moriarty-Man im Verdacht. Ah, wo ist dieser Moriarty-Man? Denkt. Zeigt mit dem Finger auf ihn. Zeigi, zeigi, zeigi. Oh Gott, jetzt haben wir es geschafft. Oh, ich hol sie, Ann. Ach, lass nur, ich geh schon. Nein, Ann, hier bestimme ich. Ich helfe Peter. Du bist müde, du ruhst dich aus. Entspann dich mal. Überlass das mir und Peg. Also, Dad. Jetzt kannst du Major Dennis Bloodmuck sein und gerade hast du Englands größten Schnurdieb gefasst. Alles klar, ist gut. Peter? Du bist festgenommen.
Mein Engel, ist ja gut, ist ja gut. Na was denn, na was denn? Ach, sieh mal. Da ist schon unser Mädchen. Möchtest du gewickelt werden? Du bist ein Zicket. Na, dann wollen wir mal. Danke, Mom. Ich mach das. Oh. Diese Leute vom Film wollen nichts mit mir zu tun haben, Mom. Ich war schon 5-mal vorsprechen diese Woche. Was haben Sie gesagt? Das Gleiche, was Sie immer zu mir sagen. Nicht gut aussehend genug, zu wenig Ausstrahlung. Ach, so ist das nicht. Bleib beim Radio, da bist du richtig. Bleib der Direktor in diesem Zirkus voller Trottel. Vielleicht sollte ich mich damit zufrieden geben. Och, du dummer, einfältiger Ochse. Wie kannst du dich mit einer kleinen Wohnung zufrieden geben und dem Wechseln von Windeln wie eine Frau? Willst du so ein Versager werden wie dein Vater? Dann rede weiter so. Also das ist nicht fair. Dich zufrieden geben, dafür habe ich dich nicht großgezogen. Ich habe mich nicht in drittklassigen Schuppen abgerackert und 3 Shows pro Nacht gemacht, damit du irgendwann den Hintern deines Babys puderst. Oder rumjammerst, weil du als Radiomann nirgendwo eine Chance hast. Peter, niemand gibt einem freiwillig etwas. Du willst Erfolg. Also musst du losgehen und ihn dir holen. Beiß die Hand, die dich füttert. Es gibt immer eine andere Hand mit noch mehr Futter. Sie werden beeindruckt sein, wie scharf deine Zähne sind. Komm her, ist ja gut. Ja. Ich liebe dich, Peter. Und ich liebe dich, Peg. Ich liebe dich wirklich, Peter. Ich liebe dich auch, Peg. Aber ich liebe dich wirklich, Peter. Nein, nicht so sehr wie ich dich, Peg. Schicken Sie Mr. Cobblers rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, sehr richtig. Sie möchten sich doch sicher setzen, Mr. Cobblers. Also, wenn Sie erlauben, möchte ich lieber stehen. Oh. Da hat mich ein Splitter von einem Schrapnell erwischt. In den Ardennen. Ach so, ich verstehe. Also, aus irgendeinem Grund kann ich Ihren Lebenslauf nicht finden. Oh, das rührt wahrscheinlich daher, weil ich keinen habe, Madame. Nach meiner Überzeugung lässt sich der Wert eines Menschen nicht auf einem Stück Papier zusammenfassen. Das würde mir nicht gerecht werden. Und Ihnen auch nicht. Und schon gar nicht meinen Kameraden, die ich im Niemandsland zurücklassen musste. Und Sie haben schon auf der Bühne gestanden? Überall in diesem schönen Land, Madame. Sie müssen zwar erst noch ein offizielles Vorsprechen absolvieren, aber ich muss sagen, Sie sind so gut wie perfekt. Tja, ich auch. Oh, du lieber Gott, ich... Tja, also, das habe ich auch gedacht. Ich bin's, Peter. Sie frecher Bursche. Ich nehme an, wir können jetzt über meinen Vertrag reden. Für diese wundervolle Auszeichnung danken. Ich werde Sie in Ehren halten. Wissen Sie, ich habe bezüglich des heutigen Abends einen anerkannten Experten befragt. Jemand, der schon mehrere Pamphlete zu diesem Thema veröffentlicht hat. Meine Mutter. Sie hat gesagt, ich soll mich kurz fassen, nett sein und nicht persönlich werden. Bitte, kann sie haben. Haben wir nicht noch ein paar Makronen?
Das wäre damals schön gewesen, wenn das mein Sohn glücklich gemacht hätte. Und er hätte damit glücklich sein können, wenn er sich mit gut genug abfinden könnte. Kommen Sie mit. Aber gut genug war nie das, was sich seine Mutter vorgestellt hat. Er war ein besonderer Junge und er brauchte eine starke Hand. Ich weiß auch nicht. Wenn Peg uns mal an einem Ort genug Zeit gelassen hätte, um so richtig sesshaft zu werden. Wenn Peter einen geregelten Alltag gehabt hätte, dann wäre es mir vielleicht möglich gewesen, ihm das Leben so zu zeigen, wie ich es mir vorstelle. Gradlinig, voller Aufrichtigkeit. Wir mussten die Show immer am Laufen halten. Ich erinnere mich noch, wir waren einmal in einem Café in Brighton und tranken Tee. Pete war damals 5, oder nein, wohl doch eher 6. Es war nur noch ein Stück Kuchen auf dem Teller. Und bevor ich noch fragen konnte, wer es gern hätte, hat Peter es sich geschnappt und angeleckt von allen Seiten. Ich habe es ihm weggenommen, was sonst. Daraufhin hat er sich auf den Boden geschmissen und angefangen, wie am Spieß zu schreien. Peck hat nur gelacht und ihm Süßigkeiten gekauft. Diese verdammten Wutanfälle. Peter hat immer das letzte Stück Kuchen gekriegt. Auch dann, wenn es schon auf dem Teller von jemand anderem lag. Mr. Sellers, was ist das für ein Gefühl, der Filmpartner von Sophia Loren zu sein? Ein sanftes und warmes. Ich fühle mich wie ein kleiner Junge in einer Backstube. Sehr früh morgens. Da ist sie. Das ist Ella. Oh, seht doch. Oh, bitte einmal hier, Miss Loren. Verzeihen Sie bitte. Wer von den Gentlemen ist Peter Sellers? Willkommen in England, Miss Loren. Wann wurden wir schon so verwöhnt? Ich bin erfreut, Miss Loren, dass Sie mir erzählen wollen von Ihren Traumen. Ach, Doktor, das fing an, als ich noch ein Mädchen war. Ein Mädchen? Ach du gute Grimmel, wenn das kein guter Anfang ist. Und wovon haben Sie geträumt, dass Sie noch ein Mädchen waren? Immer von Jungs. Also waren Sie nach Jungs verrückt, oder? Nein, Sie waren verrückt nach mir. Das ist gar nicht so verrückt. Was bist du nur für ein komischer Kerl? Entschuldigen Sie, Miss Loren, das ist Ihr Mann. Oh, danke. Oh, Carlo, ciao amore, come stai? Überraschung! Oh, wow! Daddy, was ist da drin? Und hier haben wir den diesjährigen großen Formel-1-Champion Michael Sellers, der in der Presse nur noch den Spitznamen der menschliche Blitz hat. Und wie jeder junge Profi liebt es der junge Sellers, sein Material gründlich zu überprüfen. Diesem Augenmerk für Details hat dieser unerschrockene Fahrer es zu verdanken, dass er Stirling Moss letztes Jahr in Antrim in einer Staubwolke zurücklassen konnte. Die Augen wachsam, die Zähne zusammengebissen, der ehrgeizige Sellers bietet ein Bild der Entschlossenheit. Was ist das, Sir? Verdammt, was ist das denn? Ich rufe sofort den Händler an. Stoßfester Spezialer. Blödsinn! Ich bringe ihn um! Komm gucken, Dad! Komm schon! Ist ja gut, ich bin ja schon da. Dad, komm, sieh dir das an! Bitte! Ich habe es für dich repariert, damit er wieder schön ist.
Jetzt sieht er aus wie ein richtiger Rennwagen. Dad? Gefällt es dir nicht, Dad? Dad? Siehst du, Michael? Ich habe dein Spielzeug für dich repariert. Ist das nicht schön so? Komm mit, Schatz, wir gehen nach unten. Na komm, ist schon gut. Michael? Ja? Weißt du, was heute Morgen passiert ist? Ja. Du weißt, dass Daddy es nicht so gemeint hat, oder? Ja. Und du weißt, es war nicht deine Schuld? Ja. Er arbeitet sehr hart. Und von Zeit zu Zeit vergisst er sich einfach. Okay. Wir sind hier. Hi, Mike. Ich habe eine Überraschung für dich. Hey, Partner. Komm, sag Howdy zu deinem neuen Freund. Gib mir mal einen Apfel. Okay. Hallo. Unglaublich. Magst du es? Ich liebe es. Komm mal davor. Sieh doch mal. Ich glaube, es mag dich. Einmal lächeln für Daddy. Ich dachte, wir nennen es Fred. Fred. Er ist jetzt eingeschlafen. Sag mal ehrlich, Schatz, würdest du das unglaubwürdig finden, dass sich so eine Frau in einen Mann wie mich verliebt? Wer weiß, das muss wahrscheinlich mit dem Mysterium der Liebe zu tun haben. Ah, diese kleinen Autos müssen wohl alle ins Spielzeugkrankenhaus, wie es aussieht. Das hat jetzt keine Spur mehr von Charme. Gut zu wissen. Was ich brauche, ist nicht bloß Charme, ich brauche Leidenschaft. Ich spiele neben der schönsten Frau der Welt. Dein Sohn hatte heute fürchterliche Angst. Ich habe unglaublich großen Druck. Und du solltest mich unterstützen. Du weißt genau, ich habe dich immer unterstützt, Peter. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie weit meine Geduld am Ende reicht. Peter. Peter, was soll denn das? Ich war ungezogen. Peter, komm da raus. Nein. Oh, hallo. Kannst du nicht runterkommen und dich unter das kleine Volk mischen?
Peter. Ja, mein Liebes. Wieso können wir nicht eine normale Familie sein? Das sind wir. Sarah, hier. Winkt Daddy zu. Das ist nice. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Bitte. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just kiss me. Just hold me tight. Tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. You linger? Ich kann dich gern nach Hause fahren, wenn du müde bist. Ganz wie du willst. Tja, dann musst du mich nach Rom bringen. Das wäre eine schrecklich lange Fahrt, findest du nicht? Naja, wir haben ja noch die ganze Nacht. Du bist wirklich süß. Aber das Studio stellt mir eine Limo. Außerdem wohnst du hier so weit draußen auf dem Land. Also mich in die Stadt zu fahren, würde nicht auf deinem Weg liegen. Der Vorteil daran, in der Stadt zu leben, ist, man hat alles in der Nähe. Buckingham Palace ist gleich um die Ecke, verstehst du, falls man sich mal Zucker borgen muss. Gegen einen Umzug an sich habe ich nichts, Peter. Nur dagegen nicht zu erfahren, dass ich umziehe. Tada! Oh, Schatz, ich möchte dir Ted Levy vorstellen. Ich habe ihn als Innenarchitekten engagiert. Im Auftrag Ihrer Majestät, der königlichen Hoheit, damit du es leichter hast. Ted, Anne. Es ist mir eine Freude, Mrs. Sellers. Er sieht verteufelt gut aus, aber ich dachte, ein gut aussehender Mann zaubert uns vermutlich am besten eine gut aussehende Behausung. Ja. So weit würde ich nicht gehen. Also, Anne, Ted hat ein paar wundervolle Ideen für diese Wohnung. Mr. Levy, nicht wahr? Ted. Oh, es wird Zeit. Ich gehe jetzt. Ich muss lossausen. Und ihr beide sucht einfach was aus. Mhm. Oh, ihr könnt euch doch einen kleinen genehmigen. Macht euch einen schönen Abend. Ted, was auch immer er für Wünsche hat, ich bin damit einverstanden. Ich kann Ihnen ja zeigen, was ich mir so denke. Denn gar nicht. André. Was würden die Herrschaften zu einem kleinen Fisch sagen? Na, vermutlich. Hallo, kleiner Fisch. Danke. Auf uns, Darling. Du bist wundervoll. Ich kann nur einfach mein Glück nicht fassen. Mhm. Wieso? Hast du Glück? Wir beide werden sehr glücklich zusammen sein. Es ist so dunkel hier, hm? Naja, wir können nicht vorsichtig genug sein, weißt du? Was meinst du mit vorsichtig? Sollen wir es der Welt sagen und mit dieser Heimlichtuerei aufhören? Aber Peter, ich dachte, das wäre hier ein Essen unter Freunden. Das wäre für dich auch eine Erleichterung. Ponti ist so ein netter Mann. Es muss dir doch schwerfallen, ihn zu belügen. Das ist wohl ein Missverständnis. Geh nach Hause zu deinen Kindern und geh nach Hause zu deiner Frau, Peter.
Als Erste müssen Sie es erfahren. Also, was denkst du? Soll das bedeuten, du willst die Scheidung? Oh. So genau habe ich mir das gar nicht überlegt. Nicht notwendigerweise. Hast du uns noch lieb oder nicht? Natürlich. Was denkst du nur, mein Schatz? Nur eben nicht so sehr wie Sophia Loren. Wovon redet er? Ich weiß auch nicht, Schatz, komm her. Hallo, Ted. Hier ist Encellas. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich habe eine Idee wegen der Farbe. Ich dachte, vielleicht können wir uns ja treffen. Ja. Ja, das wäre wunderbar. Wir sehen uns dort. Hallo. Macht es Ihnen Spaß, das Double von Sophia zu sein? Ja. Haben Sie schon mal eine Spritztour in einem Rolls-Royce gemacht? Nein, bisher nicht. Das ist fast so gut wie in einem Bentley. Oh, Doctor, I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom, boody, 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 boom. Well, goodness gracious me. Michael. Bist du wach? Hi, Dad. Was ist denn? Deine Mutter schläft mit dem Innenarchitekten. Wo sind die Kinder? Die sind bei Peg. Wenn du diese Wohnung verlässt, dann springe ich vom Balkon. Mach bitte keine leeren Versprechungen, Peter. Na schön, wir treffen uns unten. Ich hab dich verfolgen lassen.
Die Detektive haben mich gefragt, ob ich Fotos sehen möchte. Ich habe gesagt, nein. Ich finde, das war äußerst ritterlich. Wie rücksichtsvoll. Du wirst diese Wohnung nicht mehr verlassen. Ich verbiete es. Komm zurück. Anne! Ich liebe dich doch. Ich habe diesen kleinen Jungen so verdammt satt. Wieso kannst du nicht ein Mann sein? Du bist ein elender, verlogener Scheißkerl. Ich hasse dich. Treffen wir uns unten. Und Cut. Das war ein Schnitt. Puzzlecheck. Können wir das nochmal machen? Ich hab's noch nicht richtig gefühlt. Keine Zeit, Schätzchen. Das verbessern wir in der Post-Production. Oh, ist gut. Hier lang, Mrs. Sellers. Peter, ich liebe dich über alles. Es tut mir so leid, dass ich dich verletzt habe. Ich hätte nie mit Ted schlafen dürfen. Du bist der beste Liebhaber, den ich je hatte. Ich muss kurz runter in die Lobby und Ted sagen, dass ich ihn nie wiedersehen möchte. Und dann gehen wir fürstlich essen, und zwar in unserem Lieblingsrestaurant. Und danach werde ich dich so verführen, wie noch keine Frau ihren Ehemann jemals verführt hat. Ich gehe mich nur ganz kurz frisch machen und dann... Treffen wir uns unten. Das ist viel besser. Weg, Mom. Ist doch alles gut. Du bist jetzt bei Peg. Oh. Ich dachte, wenn ich der Welt einen ganz kleinen Schubs gebe, dann rückt alles an seinen richtigen Platz. Ach, Schatz, du hast es wenigstens versucht. Vielleicht sollte ich einen anrufen. Sie hat dich verlassen, also lass sie gehen. Wenn ich doch nur wüsste, wie es weitergeht. Keine Sorge, mein kleiner Liebling. Die Zukunft gehört jetzt uns. Und es gibt viele Wege, die zu ihr führen. Schalt das Licht aus, Bill. Mr. Sellers, Maurice Woodruff, Sie wollten mich sprechen? Roger Moore schwärmt in den höchsten Tönen von Ihnen. Und zu Recht. Kommen Sie, in die Zukunft geht es hier entlang. Falls Sie es nicht wissen, grün ist eindeutig die Unglücksfarbe. Ach, tatsächlich? Absolut unheilvoll.
Fühlen Sie sich besser? Absolut, ja. Also, wie kann ich Ihnen noch behilflich sein? Sie sind doch ein Wahrsager, also müssten Sie das schon wissen. Selbst Fortunas Brunnen muss von irgendwoher gespeist werden. Ich muss ständig was verändern. Sowohl im Großen als auch im Kleinen. Und immer hoffe ich, dass die nächste Veränderung die richtige ist. Ich habe stark abgenommen, mir neue Sachen gekauft. Den soliden Radiojob habe ich gegen eine Filmkarriere getauscht. Und das Familienleben gegen eine Scheidung. Nichts macht mich glücklich, was mich eigentlich glücklich machen müsste. Wenn man einsam ist, kann man nicht glücklich sein. Ich empfange Stimmen, die mir sagen, dass es in Ihrem Leben sehr viele schöne Frauen geben wird. Es ist doch so, Peter. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie Peter nenne? Ganz und gar nicht. Sie mögen schöne Frauen. Sie sind ein sehr tiefgründiger Mann, Maurice. Hallo, Ladies. Ja, ich bin es. A real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork. Einen wunderschönen guten Tag, Sir. Willkommen in unserem Showroom. Ich fühle mich sehr angeregt. Wie Sie sehen, führen wir nur Modelle der Spitzenklasse. Dieses hat einen mehr sportlichen Charakter. Einfach prachtvoll. Oder vielleicht bevorzugen Sie diese Linienführung. Eine riesige Kühlerfront. Oh ja, Sir. So eins fahre ich selbst auch. Darf ich? Bitte? Ah, diese Deutschen sind fantastisch, nicht wahr? Was ist mit dem Motorengeräusch? Dieses Modell fängt an zu brummen, wenn Sie es hart rannehmen, Sir. Aber sonst schnurrt es wie ein Kätzchen. Miau. Also, was könnte Sie davon überzeugen, sich heute noch für eins von diesen zu entscheiden? Eine Probefahrt. Emma, wie schnell kommen Sie von 0 auf 100? Also ehrlich, Mr. Sellers. Danke, Emma, das wäre alles. Blake Edwards dreht einen Film mit David Niven. In Rom und in der Schweiz. Die Dreharbeiten beginnen nächste Woche. Er will dich. Nächste Woche? Dann will er mich offensichtlich noch nicht lange. Es ist eine Nebenrolle. Peter Ustinov hat abgesagt. Oh, ja, natürlich. Dann mache ich das. Wenn für Ustinov eine Rolle nicht gut genug ist, dann muss sie ja für mich perfekt sein. Peter! Ich übernehme doch nicht Ustinovs miese Ladenhüter! Verdammt, ich habe diesen scheiß British Academy Award gewonnen, oder nicht? Hast du jetzt vor, dich maßlos aufzuregen, oder willst du dir anhören, warum dein ausgesprochen kluger Agent möchte, dass du das machst? Offenbar möchte ich mich maßlos aufregen. Also rede. Blake Edwards ist zurzeit in Hollywood der Top-Regisseur. Die Tage des Weines und der Rosen, Frühstück bei Tiffany. Er kann jeden kriegen, den er haben will. Und Peter... Er will dich. United Artists legt großen Wert auf diesen Film. Er soll ganz groß, auch international herausgebracht werden. Und auch wenn du in Großbritannien ein Star bist, in Duluth haben die Leute noch nie von dir gehört. Dann sind wir quitt. Ich habe auch noch nie was von Duluth gehört. Das liegt in den Vereinigten Staaten. Oh. Das Duluth. Er heißt der rosarote Panther. Hört sich an wie ein verdammter Stripclub. Aber für Tunden. Ja.
Hier, nehmen Sie diese. Verzeihen Sie bitte, sind Sie nicht Peter Sellers? Heute nicht. Ladies und Gentlemen, wir beginnen nun mit dem Landeanflug auf den internationalen Flughafen von Rom. Excusez-moi. Bitte, Sir, nehmen Sie Ihren Platz ein. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie angeschnallt sind und bringen Sie Ihre Rückenlehne in eine aufrechte Position. Ja, ich bin auf der Suche nach meinem Köffer. Ihr Köffer? Was? Sie sagten Köffer. Ich weiß selbst, was ich gesagt habe. Gut. Leider verstehe ich Sie nicht. Sind Sie nicht vertraut mit der Sprache, in der wir hier reden? Doch, natürlich, das bin ich. Und ich kann Ihnen versichern, das Wort Köffe existiert nicht in unserer Sprache. Ich verlange, die Person zu sprechen, die ihr die Verantwortung trägt. Ja, diese Person bin ich, Sir. Ah, dann verlange ich, mit Ihnen zu sprechen. Sie sprechen ja schon mit mir. Natürlich spreche ich mit Ihnen. Welche Stewardess ist so verrückt, dass sie denkt, ein Passagier steht herum und spricht mit sich selbst? Und welcher Passagier bringt mit seiner Art kurz vor der Landung das Leben von allen in Gefahr? Unser Leben ist in Gefahr! Unser Leben ist nicht in Gefahr! Würden Sie jetzt wohl endlich wieder Platz nehmen? Machen wir dem Ganzen hier ein Ende. Ende? Ja, ich habe einen Riecher für Notfälle. Da macht mir keiner was vor. Französischer Blödmann! Hören Sie. Gehen Sie ganz unauffällig los und sprechen Sie mit dem Pilot. Pilot? Was? Sie sagten Pilot? Ich weiß selbst, was ich gesagt habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir um einiges früher in Rom landen, als wir dachten. Ziemlich sparen, wie ich sehe. Tja, willkommen in Hollywood. Wir sind in Italien. Hollywood ist eine Weltanschauung. Ich habe die ein oder andere Idee für Clouseau. Nur ein paar Kleinigkeiten. Peter, das Skript wird so umgesetzt, wie es dort steht. Naja, aber die Bettszene soll... Ich mein's ernst. Ist der nicht großartig? Okay, du siehst toll aus. Wir drehen jetzt. Das ist die erste Szene von Clouseau. Und wir geben dem Publikum gleich den Hinweis, dass deine Frau die Geliebte von David ist. Wir haben es etwas eilig, weil wir Niven nur bis 2 Uhr haben. Ich möchte das in einem Take hinkriegen. Bereit? Okay, er sagt nicht viel. Behaltet ihn einfach im Bild, okay? Egal, was er macht. Ari, hast du deine Markierung? Okay, 192A, Action. Diese Person muss gefunden werden. Worauf warten Sie? Das habt ihr doch wohl im Kasten. Test, Test. Ich bin am Set vom Rosaroten Panther in Gstaad in der Schweiz mit Peter Sellers. Peter, wie gelingt es Ihnen, Ihren Rollen so erfolgreich Leben einzuhauchen? Naja, wissen Sie, ich würde sagen, ich habe im Grunde keine eigene Persönlichkeit. Früher gab es mal ein Ich hinter der Maske, aber das habe ich mir dann wegoperieren lassen. Ich weiß auch nicht. Wenn ich nicht diese Figuren wie Clouseau hätte, dann wüsste ich nicht, wer ich bin. Vielleicht wäre ich Sie.
Aber wenn ich Sie wäre, wer wären Sie dann? Sie? Ja, der war gut. Also, es wird erzählt, Sie stehlen David Niven in diesem Film die Show. Nein, 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 das ist lächerlich. Das ist eine derartige Teamleistung. David Niven gehört mit zu den bedeutendsten Größen des heutigen Kinos. Man kann von Leuten wie ihm sehr viel lernen, wissen Sie. Hervorragend, Blake. Wir reden morgen mal drüber. Tolle Leistung, das werden dir die Froschfresser nie verzeihen. Gut gemacht, Blake. Danke dir, David. Genial. Auch wenn die nicht möchten, dass du es schon weißt, aber United Artists denkt schon an eine Fortsetzung von Clouseau. Wer führt Regie? Oh, vermutlich irgendeine Niete. Ich meine das wirklich scheißernst. Peter regt dich ab. Du wirst es doch hoffentlich nicht sein. Was redest du da überhaupt? Ich war in dem Film einfach furchtbar. Wenn du nicht mehr aus mir rausholen kannst, möchte ich diese Erfahrung nicht nochmal machen. Du gibst mir die Schuld für das, was du geboten hast. Also sagst du auch, ich war furchtbar? Ich fand dich brillant. Ach, was weißt du denn schon? Peter, wie gehen alle noch aus? Du musst mitkommen. Ah, hallo. Juli. So Mai. Ach, richtig. Ich wusste doch, dass es was mit einem Monat zu tun hatte. Blakey, kommst du nicht mit? Währenddessen bilden sich immer noch Menschenmengen vor den amerikanischen Kinos, die den rosaroten Panther sehen wollen. Ein begeisterter Zuschauer, der Schlange stand, um den Film ein drittes Mal zu sehen, bemerkte enthusiastisch: Ich liebe ausländische Filme. Peter Sellers ist mein absoluter Lieblingsschauspieler aus Frankreich. Peter, du hast einen Hit gelandet. Du dürftest gar nicht hier sein. Wie lange ist er schon in diesem Zustand? Seit letzten Montag. Du hast es mir verschwiegen. Ich sagte, du kannst nicht kommen. Aber jetzt bin ich da, Dad. Pete, Damon, direkt neben mir. Habe ich ein Autogramm von dir versprochen? Das werde ich gleich erledigen, Dad. Er wird sich freuen. Ich habe ihm gesagt, mein Sohn ist ein besonderer Mensch. Lass ihn jetzt, er muss sich ausruhen. Lass ihn schlafen. Die Reporter, du wirst ihnen was sagen müssen. Du hast mich nicht angerufen. Ah.
Hallo, ist Spike da? Oh, wissen Sie, wann er zurück ist? Oh, ist gut. Nein, wiederhören. Könnte ich bitte Harry sprechen? Nein, nein, mir geht's gut. Ich passe auf Mike auf und dachte, vielleicht hast du Lust, auf ein Bier rüberzukommen. Um ehrlich zu sein, Peter, ich habe heute einen Auftritt im Norden. Oh, das ist heute. Das habe ich vergessen. Ich kann am Montag. Lass uns doch am Montag treffen. Klar. Jedelei, puh! Mike, leg das weg. Leg das weg, bitte! Danke. Jetzt geh in dein Zimmer. Nachschub für uns. Hier ist es, hier ist es. Willkommen in meinem scheinenden Schloss. Oh. Ich bin anscheinend nicht in der Lage aufzuschließen. Augenblick noch. Ja, müssen wir die Tür eben aufrechnen. Guten Abend, Mr. Sellers. Hä? Mein Gott. Ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Tja, du bist immer nur schwer greifbar. In letzter Zeit nicht. Oh Gott. Linda, das ist übrigens Stanley Kubrick. Sehr erfreut. Also, Peter, Columbia will, dass ich wieder einen Film mache, aber nicht ohne dich. Oh, das ist von denen äußerst einfühlsam. Ja. Welche Rolle spiele ich? Alle auf einmal. Wie, den ganzen Film? Du kannst die Welt vernichten, Peter. Fein, jetzt verstehe ich Sie, Dimitri, ganz klar und deutlich. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Ja, fein, dass es Ihnen gut geht. Ja, und mir geht es auch gut. Ganz meiner Meinung, es ist schön, wenn es einem gut geht. Ja, also, Dimitri, die Sache ist die, wir haben ja schon oft über die Möglichkeit gesprochen, dass mal etwas schiefgehen könnte mit der Bombe. Der Wasserstoffbombe. Bei uns ist Folgendes passiert. Einer unserer Stützpunktkommandanten, der hatte so eine Art, der ist hier oben so ein bisschen durchgedreht. Verstehen Sie? Etwas durchgedreht. Und er hat etwas Törichtes angestellt. Oh nein, bitte nicht böse werden, Dimitri. Wir beide haben doch mal mit Natalia getanzt, wissen Sie noch? Sie wissen nicht mehr, wer Natalia ist. Das Mädchen mit dem riesigen Arthritis-Problem. Entschuldige, Stan. Das kann ich Ihnen sagen, Colonel Bat Guano, falls das wirklich Ihr Name ist. Wenn Sie nicht endlich die Kanone wegnehmen und diesen Blödsinn unterlassen, dann wird die gerichtliche Untersuchung des Falles wie eine Tonne Ziegel auf Sie niederprasseln. Dann werden Sie vom Kriegsgericht für diese Geschichte derartig verdonnert. Mr. Sellers? Ah, Hillary. Wo bleibt denn mein Essen? Ihre Mutter ist hier. Soll ich Sie hier in die Maske bringen? Nein, ich komme gleich. Du hast Sarahs Geburtstag vergessen. Peter, du weißt, in der Presse wird sowas gern breitgetreten. Du weißt, Liebchen, das ist kein Huhn, was du da isst. Jedenfalls, ich konnte den Mann von der Times davon überzeugen, dass du sehr viel drehst, aber dass du liebe Grüße geschickt hast und dir deine Kinder das Wichtigste sind. Also ich glaube, damit war er zufrieden. Oh! Das ist von Sarah für dich. Jetzt isst doch! Weißt du, in den kommenden Jahren wird die nukleare Familie, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren.
alle menschlichen Bedürfnisse werden dann sauber und effizient geregelt. Nahrungsaufnahme, Zeitvertreib und Ruhepausen, Sexualpartner, all diese Probleme werden zentral vom Staat gesteuert. Du siehst also, es gibt keine Notwendigkeit für Nahrung. Oder Mütter! Wie war das Essen mit Ihrem Sohn, Mrs. Sellers? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist jemand zu Hause? Hier drin. Hallo, du. Annie. Sarah Sellers? Ich bin Sarah. Oh, das ist für dich, Kleine. Komm, wir machen's auf. Für die 7-jährige Sarah, vielleicht bringe ich dir eines Tages bei, wie man das fährt. In Liebe, Daddy. Wenn Sie unterschreiben würden? Na los, sieh's dir an, Schatz. Danke. Jungs, Junge. Ich sagte Junge, nur Junge. So, und jetzt nichts wie ran an die Buletten. Wir schaukeln das Ding schon. Gedehnter. Ich spiele keinen Bomberpiloten. Was kann ich da schon rausholen? So eingeklemmt. Oh, sieh doch. Sprich mir das nochmal vor. Ich will es nochmal hören. 3 Rollen reichen wirklich. Das ist eine gute Zahl, wenn du mich fragst. Wir bezahlen dich aber für 4. Jetzt überspannst du den Bogen, Stanley. Was denkst du, wer ich bin? Tja, wer auch immer. Wer du bist, bestimme ich. Und wer bin ich dann jetzt? Peter... Hast du schon mal was von Mutually Assured Destruction gehört? So mal ein paar Takte, dann steige ich ein. Dieser Begriff bezieht sich auf einen Atomkonflikt, in dem beide Seiten so mächtig sind, dass es unweigerlich die Auslöschung aller Beteiligten zur Folge hat, wenn eine von beiden Seiten den Erstschlag ausführen würde. Ich finde, diese Beschreibung trifft auf viele Situationen zu. Ich finde, du bist ein ganz besonderer Scheißkerl, Stan. Warte, Peter. Peter. Bring das Gitter da hinten noch weg und mach die Dekoration fertig. Du hast keine Ahnung, wie es ist, ich zu sein. Absolute Kontrolle ist etwas Nützliches. Wenn man alles Persönliche eliminiert, dann kann man sehr viel mehr erreichen. Das war eine Einsicht, der sich Peter Sellers niemals stellen musste. Weil bei ihm keine Person greifbar war. Er war ein Gefäß, in das Charaktere und Persönlichkeiten hineinflossen wie Phantome. Aber selbst ein Gefäß, das leer ist, kann irgendwann zu voll werden. Ich krieg das nicht hin! Ich bin untauglich! Sarah, dein Vater ist eine nutzlose, untalentierte, vollkommen leere Hülle, ist dir das klar? Ja, Daddy. Gut, na dann. Geh aufs andere Klo, Mike. Ich bin hier. Ich muss aber gar nicht, Dad. Mach doch bitte die Tür auf. Was willst du? Alles in Ordnung? Nein.
Überhaupt nichts ist in Ordnung. Davon kann gar keine Rede sein. Ich finde nicht die richtige Stimme für Major King Kong, das ist alles. Die engagieren mich nur dafür. Und ich kann sie nicht finden, weil sie nicht da ist. Dad. Dein Dad gibt es gar nicht. Wo ist das verdammte Signal? Dad, wenn ich in der Schule nicht Rugby spielen wollte, habe ich einfach gesagt, ich wäre krank. Dann durfte ich im Zimmer von der Krankenschwester sitzen. Sie war sehr hübsch. Ach, wirklich? Morgen, Stan. Leider hatte ich gestern Abend ein Problem damit, aus dem Taxi auszusteigen. Verdammt ärgerlich. Der Arzt schwört felsenfest, dass es nur ein Haares ist. Hauptsache, die Versicherung kriegt das nicht mit. Edwards hat das neue Panther-Drehbuch fertig und Sellers legt sich nicht fest, also wenn Sie Ihren Einfluss ins Spiel bringen könnten, damit er es macht. Genau, klar. Blake Edwards. Meine Sekretärin wird das Geld heute noch überweisen. Auf welches Konto? Bei der Midland Bank, Zweigstelle Mayfair, Konto Nummer 462501. Keine Ursache, war nett mit Ihnen Geschäfte zu machen. Oh, ein kleiner kostenloser Ratschlag. Fahren Sie an diesem Wochenende auf keinen Fall einen weißen oder roten Wagen. Okay, danke. Dankeschön. Also, Pink Panther. Nein, nein, zu offensichtlich. Blake Edwards. B.E. Ah. Tja. Hoch auf Hollywood. Das ist außergewöhnlich. Oh, Peter, das sind gute Neuigkeiten. Du wirst es bald mit einer ganz besonderen Person zu tun haben. Das wird der Beginn einer sehr fruchtbaren Partnerschaft. Stell dir vor, ich bekomme sogar die Initialen. Das sind, V.E. Nein, V.P. V.E., V.P., V.E., Nein, B, B! Peter, du musst diesem Menschen deine Pforte öffnen. Dieses Kapitel in deinem Leben ist dir vom Schicksal vorbestimmt. Also merk dir, reagiere positiv, ja? Also, sprich mir nach. B, E. 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 Was ist? Mr. Sellers, sind Sie da? Ach. Mr. Sellers? Gehen Sie doch weg! Ist wirklich alles in Ordnung, Sir? Ja, sicher! Stecken Sie sich doch Ihr frisches Obst und so von mir aus in den Arsch! Sehr gut, Sir. Und vielen Dank, Sir. Britt Eklund. It's not unusual to be loved by anyone. Hallo, Britt. Du musst Britt sein. Wir sind doch Britt Eklund. Ich bin Peter. Peter Sellers. Aber nenn mich Peter. Baby. Oh, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out B.A. B.S. That's pretty good. It's such a crime.
Ich mag Schwedinnen auf der Zunge. Oh. Hallo. Ich bin Peter. Peter Sellers. Genau wie Sie habe ich heute Abend noch nichts vor und ich dachte, vielleicht haben Sie Lust, mit rauszukommen und einen Film zu sehen. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ich habe mich in dich verliebt. Aber wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Dadurch spüre ich es besonders deutlich. Kuchen? Ja, bitte. Das ist sehr, sehr gut. Sieh hierher, hierher. Super. Super, ja. Genau so. Und jetzt sieh hierher. Hierher. Gut. Sehr schön. Ich komme mal näher. Oh, ist schon gut. Ich kenne dieses Sofa. Wir sind miteinander vertraut. Gut so. Oh, arbeite mit mir. Das ist gut. Tja, wir müssen darüber nachdenken, ob wir die Fotografie nicht als Vollzeitjob machen. Ja, irgendwie muss ich noch näher ran. Streck dich mal ganz aus. Mal ganz ausstrecken. Ja. Stürzt dich, wenn ich hier sitze? Oh Gott, so einen Riemen habe ich schon seit Jahren nicht mehr zwischen meinen Schenkeln gehabt. Jeput. Oh, das wollen wir da nicht. Wirklich und wahrhaftig wunderschön. Sie ist das außergewöhnlichste Mädchen. Eine knospende Tulpe. Absolute Extraklasse. Phänomenal im Bett. Ist doch komisch, oder? Da behaupte ich noch, dass ich nie wieder Feuer fangen werde und es sagt gerade, wenn mein Herz blutet und jetzt sieh mich an. Ich glaube, ich möchte sie heiraten. Das heißt, wenn du das in Ordnung findest. Oh, Entscheidung, Entscheidung. Hallo. Was ist? Kommst du mit in meine Suite, Sweetie? Fahren Sie weiter, James. Na los. Oh, Achtung, Polizeikontrolle. Alles in Ordnung, Officer. Ich habe die volle Schanklizenz. Oh, tut mir leid, mein Schatz. Oh. Könntest du ein bisschen Musik anmachen, Liebes? Das funktioniert nicht. Ah, das ist nicht weiter tragisch, mein Süßes. Es gibt viele Möglichkeiten, wundervolle Musik zu machen. Cheers. Es ist ein bisschen dunkel hier. Kannst du die Vorhänge öffnen, Schatz? Mit dem kleinen Schalter da. Spring has sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I,
couple of tots. Woo! Running across the meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. Was sagst du? Möchtest du gern die zweite Mrs. Sellers werden? Beeil dich ein bisschen, Schätzchen. Ich habe die Band höchstens noch eine halbe Stunde. Hört euch das an, Leute. Sie liebt mich, aber nur solange die Kamera läuft. Also, Peg, wie findest du das neue Landhaus? Du verdünnst den Gin. Tja, in deinem Fall ist das auch angebracht, denke ich. Du kennst doch dieses verdammte Blondchen erst seit 3 Wochen. Peg, ich war noch nie so glücklich wie mit ihr. Ja, aber warum machst du immer wieder den gleichen Fehler? Ganz einfach, mein Liebes, weil wir beide nicht heiraten dürfen. Mr. Sellers, bitte ein Foto von Ihnen und Ihrer Mom. Und wohin wollt ihr in den Flitterwochen? Wohin schon, Peg? Nach Hollywood, in die USA. Oh. Bist du glücklich, Schatz? Ich bin es bestimmt gleich. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Oh mein Gott, bist du gut. Bist du gut im... Warte. Atme das ein. Einatmen. Atme das ein. Bist du auch ganz sicher, meine Frau? Wie meinst du das? Weil du für eine Ehefrau viel zu gut im Bett bist. Ja. So sehe ich also aus. Warte, einen Moment. Würden Sie draußen warten, Mrs. Sellers? Das wird schon wieder. Bitte. Herzstillstand. Okay, aufladen. Auf 1,20. 1,20. Achtung! Kein Puls. Und nun weitere Neuigkeiten des Schauspieler Peter Sellers, der heute Nacht in einem kalifornischen Krankenhaus um sein Leben kämpft. Mr. Sellers erlitt einen schweren Herzinfarkt. Sein Zustand wird als ernst beschrieben und hat sich eher verschlimmert. Kein Puls. Weg vom Bett. Achtung! Na also, geht doch. Oh Gott, Mutter. Mutter, wir sind doch erst seit 6 Wochen verheiratet.
dürfen Sie nichts sagen, Mutter. Ich weiß es nicht. Herzstillstand, Doktor. Verdammt, er ist schon wieder weg. Okay. Laden auf 1,80. 1,80. Achtung! Laut unseren Informationen erlag sein Vater, Mr. William Sellers, auch einem plötzlichen Herzstillstand. Berühmt wurde er vor einigen Jahren, als er mit der BBC Goon Show Erfolge feierte. Und man auf kann beiden Kanälen. Mr. Sellers als Bilderbuchkarriere bezeichnen. Achtung! Immer noch kein Puls. Laden auf 240. 240. Achtung! Komm doch, Peter, komm schon. Haben ihn wieder zurück. Zugang legen. Und bitte ganz ruhig in Ordnung. Hallo, Kinder. Gibst du mir einen kleinen Feenkuss? Die Geister haben gesprochen. Die Toten mussten Daddy wieder gehen lassen. Und von jetzt an kann ihm nichts mehr was anhaben, Kinder. Peter? Peter! Der Arzt nicht gesagt, du sollst auf dich aufpassen. Von jetzt an ist Schluss mit den Chargen. Schluss mit den Kostümen. Die Welt kann sich freuen. Ab nächste Woche zeige ich ihr den wahren Peter Sellers. Was ist nächste Woche? Wer sind Sie denn? Und wieso haben meine Wachen Sie überhaupt durchgelassen?
Guten Abend, Schätzchen. Mein Name ist Bond. James Bond. Sie wissen schon. Machen Sie nicht noch irgendetwas Lustiges? Kat! Alles wieder am Anfang. Wie geht's uns denn, Pete? Wenn du willst, kannst du gerne improvisieren. Wir drehen hier eine Persiflage, wie du weißt. Ich spiele das ganz gerade, als ich selbst, wie Cary Grant. Das ist komisch. Ja, ha, ja, das ist wirklich gut. Ja, ja, satirisch, ja. Guten Abend, Schätzchen. Mein Name ist Bond. James Bond. Mein Gott, was bist du bloß, Shen? Au! Scheiße! Das war großartig! Genial! Trifft man sich wieder. Ich ahnte schon, dass du nicht so leicht aufgeben würdest. Verdammte Scheiße, Peter, was ist? Wann kommst du wieder ans Set? Das würdest du gern wissen, hm? Haben wir dem Drehplan schon 3 Wochen hinterher hinten? Ja, das würde ich gern. Oh, ich glaube, heute ist kein guter Tag. Also, einfach kein Glückstag. Die Stimmen sagen, ich soll nichts riskieren. Ich höre auch eine ganze Menge Stimmen, Peter. Und weißt du auch, was die mir sagen? Sie sagen, wenn du dich bis heute Nachmittag nicht am Set blicken lässt, dann wirst du dir deine beiden Beine brechen. Anscheinend sind das nicht dieselben Stimmen, die wir hören. Peter, du Wichser! Los, komm zurück! Sofort! Hallo. Ich folge nur dem Ruf der Natur. Ich fühle mich nicht gut, weißt du? Schatz, es gibt noch ein paar andere Badezimmer im Haus. Ich weiß, das meinte ich nicht. Was dann? Ich bin schwanger. Na, sowas? Na ja, du musst du wohl... Du weißt schon. Was? Eine Abtreibung machen lassen. Das lässt sich bestimmt arrangieren. Nein. Ich will dieses Kind. Ich hab schon 2. Nimm eins von meinen. Peter! Ich möchte die Mutter unseres Kindes sein. Ich gebe dir doch immer genug Raum für deine Bedürfnisse. Ist das der richtige Zeitpunkt, Schatz? Ja. Du bist wieder gesund. Und wir beide lieben uns. Oh, Peter, lass uns dieses Baby kriegen. Oh. Bombe abgeworfen. Plupp. Also, sieh zu, dass du dich beeilst. Und ich rufe jetzt Mutter an. Hm.
weiter, Liebes. Das Krankenhaus ist gleich um die Ecke. Schätze ich. Ist ja gut, Leute, fallt nicht über sie her. Fred, wie geht es Ihnen? Oh, bestens. Wie fühlt man sich beim dritten Mal, Mr. Sellers? Verzückt, absolut gespannt. Du schaffst das. Hauptsache, du beeilst dich. Wir fangen in einer Woche an zu drehen. Keine Sorge, Mrs. Sellers. Alles wird gut. Wir kümmern uns um sie. Who is the fox? I am the fox. Who are you? I am me. Verdammt nochmal! Me is a thing. Du nimmst jetzt das scheiß Baby und schaffst es vom Set. Peter, bitte. Sie beruhigt sich schon. Hau ab! Nein. Wir müssen meine große Szene erstmal abdrehen. Jetzt nicht mehr. Schön. Dann mach du das doch. Ciao. Ja? Ist das mein Peter? Hallo, Peg. Irgendwelche Neuigkeiten von der Front? Ich bin im Krankenhaus. Es ist das alte Herz, Peter. Oh, das hat uns alle schon mal geplagt, Schätzchen. Du wirst schon bald wieder auf den Beinen sein. Die Ärzte sagen was anderes. Die versuchen nur, die Kosten in die Höhe zu treiben. Wenn die sagen, du bist todkrank und dann wanderst du da gesund raus, dann können die behaupten, sie hätten dir das Leben gerettet. Unsinn, Peg. Wenn die dich general überholt haben, dann bist du wieder so gut wie neu. So einfach ist das nicht. Hör zu. Einen Moment. Die brauchen deinen Jungen, Peg. Versteh das. Ich bin jetzt dein Star. Ohne mich läuft hier gar nichts. Die können nichts machen. Es ist genauso, wie du es dir gewünscht hast. Ich liebe dich, Peter. Wir sehen uns schon bald. Dann trinken wir Tee. Peter? Sehen Sie, wie stark er war. Die meisten Männer wären weich geworden bei Ich liebe dich, Peter, aber nicht mein Sohn. Er kämpfte sich durch wie ein Champion. Ein Star hat sich selbst gegenüber eine Verpflichtung. Familie behindert einen nur. Sie finden, er hat sich grausam verhalten. Mir gegenüber schon. Das heißt aber, er hat seine Lektion gelernt. Auf der Erfolgsleiter sind für die Schwachen keine Sprossen vorgesehen. Und mein Peter kletterte geradezu wie ein Meister.
Richtige Stars haben keine Zeit für Tränen. Schatz, kann ich dir vielleicht irgendwas bringen? Oh, Peter. Du hättest nichts für sie tun können. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Du hättest nichts für sie tun können. Oh, Peter, hör auf damit. Oh, Peter, hör auf damit. Hör auf damit, Peter. Herrgott, Weib, kannst du nicht mal was Sinnvolles sagen? Schauspielen kannst du nicht und schon gar nicht Ruhe geben. Du! Jetzt halt die Maul! Du mieses Schwein! Bin ich das? Bin ich das? Du hast keine Ahnung! Leck mich doch! Leck du mich doch! Du schlägst mich mit meiner Mom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. Vögelche Num Num. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Oh, God. And the papers want to know. Also, Mr. Sellers. Hallo? Wie würden Sie denn gern aussehen? Nun ja, Doktor, eigentlich genauso wie Sie. Weißt du, wie die heutzutage die Kinos sauber machen? Die bringen einen von meinen Filmen. Es ist viel einfacher, zwischen leeren Sitzen zu saugen. Ausgerechnet jetzt habe ich etwas gefunden, was ich machen möchte. Aber ich finde niemanden, der mir das finanziert. Ich habe das im letzten Jahr 10-mal gelesen. Die Hauptfigur ist ein Mann ohne Individualität. Ohne eine erkennbare Persönlichkeit. Ich ertappe mich, dass ich über diesen Mann viel nachdenke. Darüber, wie traurig er ist? Nein, darüber, wie wunderbar sein Leben sein muss. Er hat keine Zukunft, keine Vergangenheit, keine Verpflichtungen. Er ist einfach. Ausdruckslos und vollkommen langweilig. Niemand erwartet etwas von ihm.
Und die Leute finden es toll, wenn er genauso ist. Diese Geschichte wird mein nächster Film. Und du bist dir da absolut sicher? Absolut, ja. Denn du hast die Wahl, weißt du? Hast du es gelesen? Ja, und ich habe dazu ein paar Anmerkungen. Das könnte überaus lustig werden, finde ich. Ich stehe nicht gern vor Entscheidungen, Maurice. Du hast immer so viel Zweifel. Wie können wir diese Zweifel zerstreuen? So wie sonst, nicht wahr? Peg? Peg, hörst du mich? Peg sieht dich, Peter. Oh. Hallo, Peg. Ich liebe dich, Peg. Was brauchst du von mir, Schatz? Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Und mein Herz macht mir Probleme. Und ich glaube, mein Verstand... Peg ist ja da. Sie ist immer bei dir, Peter. Und ich habe mir dein Herz angesehen. Und deinem Herzen geht es gut. Das Beste, was du tun kannst, ist arbeiten. Damit machst du den Menschen so viel Freude, Peter. Das sehe ich von hier aus. Tu es für mich, für deine Mutter. Dreh noch einen rosaroten Panther. Soll ich wirklich, Peg? Bist du dir ganz sicher? Das wird ein großer Erfolg. Und dann hast du die Möglichkeit, Willkommen, Mr. Chance zu drehen. Wie ich höre, kommt der hier nicht demnächst in diesem Kino. Das Studio hält seine Erfolgsaussichten an der Kinokasse für begrenzt. Dann kommt das Angebot ja genau zur richtigen Zeit. So pleite kann ich niemals sein. Es war nicht leicht für mich, hierher zu kommen, Peter. Ach, ist deine Limousine nicht angesprungen? Eigentlich wollte ich dich zwingen, mir in den Arsch zu kriechen. Geht nicht, da steckt das Drehbuch schon drin. Immer noch der komischste Mistkerl, den ich kenne. Hör zu, Peter, ich bin nicht aus Verzweiflung gekommen. Ich halte das für eine gute Idee und ohne dich läuft das nicht. Du brauchst das Geld, ich nicht. Und ganz sicher brauche ich auch nicht den Ärger, den du mir ohne Zweifel bereiten wirst. Was, wenn ich sagen würde, verpiss dich doch? Dann wären deine Ex-Frauen sehr enttäuscht über dieses Verhalten. Scheiß drauf, die kannst du alle haben. Hatte ich, jetzt weiß ich, warum du sie nicht mehr wolltest. Du verdammter Schweinehund, du bist der Einzige, der mich versteht, du elender Mister. Oh Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich, Peter. Ist das nicht traurig? Mit dem Drehbuch kann der Film toll werden. Wir geben ihm den Sellers Edwards Touch. Ich habe unglaublich viele Ideen. Ja, wir fangen in 6 Wochen an zu drehen. Mach lieber 8 aus. Peter. Ich hab hier das Sagen. Was sagst du nun? Blake, das wird ganz sicher wieder ein großer Erfolg für Sie. Wie fühlt sich das an? Wohl verdient, das kann ich Ihnen sagen. Dankeschön. Blakey, wird das wieder so ein flacher Streifen? Ganz sicher nicht. Liebe Freunde, ich danke euch vielmals, dass ihr heute Abend hier seid. Es gibt etwas, das ich Ihnen allen gern sagen möchte. Dass wir heute Abend alle hier sein dürfen,
verdanken wir den Anstrengungen eines Mannes. Ein Mann, dessen Vision Sie schon bald in großen Lettern auf der Leinwand sehen werden. Ich spreche natürlich von Mr. Blake Edwards. Schickt ihn rauf zu mir, Leute. Komm schon, Blakey, was mit dir? Das ist toll. Danke. Danke. Ladies und Gentlemen, ich erzähle Ihnen etwas über diesen Mann. Er ist absolut total talentfrei. Nein, ich meine es ernst. Niemand. Und ich wiederhole das. Niemand hat es geschafft, mit so geringem Potenzial so viel zu erreichen. Gib mir das mal. Man fragt mich oft, Peter, warum verrätst du immer wieder deine künstlerische Integrität, indem du vor Blakes Kamera herumspazierst? Und wissen Sie, was ich dann sage? Geld! Genau so ist es. Das und die Gewissheit, egal wie schlecht der Film am Ende ist, ich werde wieder mal das Beste darin sein. Danke. Och, seht doch nur, jetzt schämt er sich, Leute. Und ist das nicht angebracht? In einer Branche, die sich durch mäßiges Talent auszeichnet, verhilfst du, Blake, glanzvoll einem Begriff zu völlig neuem Ruhm. Mittelmaß. So, und nun genießt das Spektakel. Wenn das überhaupt möglich ist. Tja, hätten wir mal doch lieber Ustinov genommen. Mom hat mir von der Operation erzählt, dem Schrittmacher und so. Das muss ein Spaß sein. Ich weiß doch, wie sehr du technischen Schnickschnack magst. Haha. Na, wie auch immer, ich hoffe dir. Dir geht's gut. Also dann, pass auf dich auf, Dad. Wiederhören. Ich bin einfach nur ein alter Seebär. Oh. Bist du da drin? Kannst du jetzt endlich mal mit dem Mist aufhören? Weißt du was, Sellers? Du bist die größte Nervensäge, die ich kenne. Peter! Ob er schwierig war? Das war Hollywood und er war ein Star. Natürlich war er schwierig. Wissen Sie, wer nicht schwierig war? Troy Donahue. Mein Gott, ich brauche eine Zigarette.
Wie lange habe ich mit Sellers zusammengearbeitet? Doch rund 20 Jahre. Selbstfirma. Ich habe noch nie so gelacht. Und ich habe auch noch nie so gelitten. Der letzte Strohhalm? Davon gab es unzählige. Du denkst jetzt ins Schloss und 5 Sekunden später sagst du Action. Das ist kaum zu erklären. Er war unvergleichlich, wie eine Kobra. Er hat dich vollkommen in seinen Bann gezogen. Was er in der Zeit nach mir getan hat? Das Einzige, was er nie aufgegeben hat. Sie wollen alle, dass ich den Clown spiele. Die zahlen mir Millionen, damit ich der französische, schnurrbärtige Karate-Trottel bin. Aber das hier hat so viel mehr. Und was willst du jetzt tun, Peter? Das habe ich dich doch gerade gefragt. Jausa. Hä? Bist du heute Morgen nicht ein Gentleman? Ich gehe jetzt. Ja. Du wirst jemanden brauchen. Du solltest dir eine Frau suchen, Chance. Schätze, das müsste eine alte Frau sein. Denn mit einer jungen könntest du gar nichts anfangen. Nicht mit deinem kleinen Problem. Du wirst immer ein kleiner Junge sein, nicht wahr? Auf Wiedersehen, Chance.
Auf Wiedersehen, Louise. Entschuldigen Sie mal. Verzeihen Sie bitte. Sind Sie Peter Sellers? Ja, richtig. Wären Sie so freundlich? Danke, vielen Dank. Ich meine, Sie waren der Beste. Das ist so. Mr. Edwards, verzeihen Sie bitte, aber haben Sie Mr. Sellers gesehen? Nein, er wollte vor 20 Minuten hier sein. Hat er angerufen? Nein, er ist schon da. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie mal nach ihm sehen. Peter? Peter Sellers wurde für seine Leistung in dem Film Willkommen, Mr. Chance für einen Oscar nominiert. Er hat ihn nicht bekommen.
In seinem letzten Film, Das boshafte Spiel des Dr. Fu Manchu, spielte Sellers einen 168-jährigen Mann, der nach dem Geheimnis der ewigen Jugend sucht. Der Film war bei der Kritik und an der Kinokasse ein Misserfolg. Die Romanze des rosaroten Panthers wurde nie gedreht. Peter Sellers starb am 24. Juli 1980 im Alter von 54 Jahren an einem Herzinfarkt. An diesem Nachmittag wollte Sellers die Scheidungspapiere unterschreiben und seine vierte Frau Lynn Frederick aus seinem Testament streichen lassen. Stattdessen erbte sie den Großteil seines Millionenvermögens. Seinem Wunsch entsprechend erhielten seine Kinder jeweils 2000 amerikanische Dollar. Können Sie nicht mit rein.